Hey, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Doom 2. Ich habe ja gesagt, ich drücke den Knopf erst im nächsten Video. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich den hier. Lasst mich euch vorstellen, den Mancubus. Oder die Mancubi in dem Fall. In dem Level, also das Level besteht im Prinzip nur aus neuen Gegnerarten. Neben dem Mancubus kommen noch welche, aber dazu müssen wir die jetzt erstmal vernichten. Und ihr seht schon, wie sehr die reinhauen. Uah, wo ist hier Lebensenergie? Ich brauche dringend Lebensenergie. Ah, er steht auf sowas. Jetzt erstmal. Also die schießen ihre komischen Raketen, oder was das sein soll, immer in so Dreierstößen. Das heißt, wenn die einmal abgeschossen haben, könnt ihr warten, bis ihr das dreimal hört. Passt auf. Schieß, schieß, komm, schieß auf mich. Hallo? Na, dann halt nicht. Eins, zwei, drei. So muss man das immer planen. Und du auch noch. Hä? Was für ein Secret. Ach so. Hä? Ah. Oh. Okay. Speichern. Hört ihr das? Das ist der zweite. Willkommen, Arachnotrons. Die Biester sind wirklich schlimm. Erstmal raus hier. Lebensenergie. Die schießen mit Plasmawaffen. Das sind kleine Varianten der Spider-Demons. Die machen auch ein sehr prägnantes Geräusch. Die machen ein sehr prägnantes Geräusch, wenn sie sterben. Kann ich euch vielleicht mal am letzten zeigen oder so. Ja, und wie gesagt, sie haben selber Plasmawaffen und sie hören nicht auf zu schießen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wie ihr seht. Gut. Probieren wir es vielleicht so. Das ist das Geräusch. Habt ihr das gehört? Mann, Mann, Mann. Wie mache ich das jetzt? Eins, zwei, drei. 2, 3. Und jetzt erstmal Lebensenergie. Ah, Halle. Wahnsinnig. Ah. Normalerweise renne ich immer durch das Level wie blöde. So, jetzt raus hier. Ja, ja, schießt ruhig auf mich. Aber. Baum. So. Hey. Ganz cool. Wo ist der nächste? Hier. So, jetzt nehmen wir die Waffe. Und hier. Hinter uns, hinter uns. Ein... Ich möchte... Ah, da. Scheiße. Ich will mich hier an der Stelle nochmal beim Flash Shredder bedanken, der mir über einige YouTube-PNs gesagt hat, wie ich denn das Auto-Aim wieder gescheit anstellen kann. Wo ist denn hier der letzte? Ich höre ihn. Ein bisschen rumstapsen. Ja. Happy Happ. Ach, da stapft immer noch wer rum. Ah, da. Wie hast du dich denn dahin verirrt? Komm her. War's das jetzt? Ja, das war's. Dann sammeln wir mal ein bisschen Endgegnerzeug ein. Ja. Einmal. Da ist die Megasphäre, die möchte ich jetzt bitte. Da können wir da hinten ein bisschen was an Munition finden. Den haben wir schon gedrückt. Der hier? Hm. Ah, Megasphäre. Dankeschön. Der letzte Knopf, wo ist der? Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Da. Kann man das sehen? Ich denke an irgendeiner Ecke hier. Die Karte ist übrigens, wie ihr seht, Wahnsinn. Wunderschön. Design, das Level.
Naja. Auf geht's ins nächste Level. Boing. Wir haben jetzt also... Dead Simple, ja. So einfach ist das Level auch. Wir haben jetzt die ersten zusammenhängenden Levelabschnitte beendet und sind jetzt ein bisschen... Na? Tricks and Traps. Ein Level, das mir nicht gefällt. In einer Art Limbus, Höllenwelt. Das Level ist sehr, sehr bekannt. Wegen vor allem einer Szene. Schauen wir mal, wo ich sie finde. Wegen der hier. Aber dazu sollten wir erstmal irgendwo die BFG holen. Was wir da drin sehen, zeige ich euch dann. Hi. Warum mache ich das eigentlich so? So. Danke. Natürlich scheiße. Oh. Ah. Ah. Komm. Danke. Das war... Darum heißt das Level Tricks and Traps. Wegen solchen Dingen. Der Raum war im Prinzip total überflüssig. Danke. Einmal. Wir haben keine rote und keine orange Schlüsselkarte. Dann könnten wir hierhin. Das ist ebenfalls so ein Trap-Raum. Ja. Ach du Scheiße. Bin ich froh, dass jetzt Auto-Aiming wieder funktioniert. Das wäre sonst ein einziges Desaster. Komm. Und hat sich's gelohnt wenigstens? Naja, ein bisschen Munition. Und ein Knopf. Von dem ich gerade nicht weiß, wo er mich hinführen soll. Aber wir haben irgendeinen Knopf gedrückt. Okay. Hoffen wir auf das Beste. Was bleibt uns noch übrig? Oh. Schauen wir mal. Ja. Ihr seht's. Hm. Raketen? Wir haben Zeit. Machen wir so. Sparen wir uns später ein bisschen Stress. Na, gut. Auf den kann man verzichten. Den kriegt man später auch noch klein. Und noch ein Dämon weniger. Und noch ein Dämon weniger. Und noch ein Dämon weniger. Muss mal wieder angemerkt werden. Tolle Musik. Flupp. Genau. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, egal. Zack. Weil sonst hätten wir uns jetzt mit denen hier allen zusammen. Aha. Danke. Ich sehe da was. Ein Secret? Ah. Es wird nicht leichter. Aber jetzt haben wir ein paar Raketen. Einfach mal rein damit. Bisschen vor wie so ein Holzfäller, der die ganze Zeit einen Mega, wirklich. Ah, danke, die BFG, die wollte ich. Ich komme mir vor wie so ein Holzfäller, der die ganze Zeit so einen mega großen Baum fällen will. So, da, da. Oh. Okay, okay, ich habe euch gehört. Jede Menge Munition.
Das wird sehr dankend angenommen. Lauter Backpacks. Okay. Tricks and Traps. Hätten wir den Raum. Und die Waffe wollte ich jetzt eigentlich. Was fehlt denn noch? Oh. Die Impffalle. Jetzt schon? Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall lustig. Seht ihr das? Und unten kommen alle hier quasi raus. Deswegen... Einmal. Zweimal. Die BFG. Eine tolle Waffe. So, was macht das hier? Munition. Hä? Und jetzt? Ah. Gut. Ohne BFG wäre das jetzt fatal. Okay. Das müsste der Ausgang sein. Oder zumindest irgendwas. Oder auch nicht. Schauen wir einfach mal, was dahinter ist. Oh. Ein vollkommen... Nee, den schauen wir uns jetzt... Vielleicht überlebe ich ihn ja. Dann können wir das ja so lassen. Oh. Tricks and Traps. Wie ich gesagt habe. Euch nicht. Ja. Naja. So, dann sind wir wieder hier. Also, da nicht reingehen. Was bleibt noch übrig? Der Raum hier, ne? Nee. Hier. Ja. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir müssen dahinter. So. Da hinten ist ein Cyberdämon. Der sollte jetzt... Genau. Das wird geplant. Dass die ganzen Großen hier einmal vernichten. Wartet mal. Das müssen wir jetzt mal zeitlich ein bisschen anders regeln. Komm. Schieß auf mich. Danke. Ich warte. Er schießt aber auch doch ein bisschen. Ein paar Leute erlegt er. Cool bleiben. Erstmal. Genau. Wir haben Zeit. Noch ungefähr 2,5 Minuten. Jo, die erledigen das schon. Ja. So, und jetzt können wir uns um den Rest hier kümmern. So. Die zwei gehen auch so. Na komm. Hallo? Stabiles Kerlchen. Haben wir hier irgendwas? Ah. So, eine Tür ging auf. Und wir haben... Nicht? Niemand da? Oh. Einer ist noch da. Zwei sind noch da. Na, da schon her. Oh. Hui. Orange. Wo kam... Ah. Rot und... Hallo. Tricks and Traps. Wie gesagt. Tricks and Traps. Schauen wir, ob wir lebendig rauskommen. Ich würde es begrüßen. Machen wir es so. Danke. Hat ja gut geklappt. So. Alles aufgesammelt. Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig.
als durch diese rote Tür zu gehen. Stampf, stampf, stampf. Exit. Du noch. So. Tricks and Traps. Finished. Ja, was man eben erwartet. Und wir entern mal die Pit. The Pit. Oh mein Gott. Das schlimmste Level. Bis dann, Leute. Bis dann.